Schön. Ich komme herumgeschneit. Oh Gott, jetzt seht ihr mal, wie das bei mir aussieht. Ey, also ich glaube, die nächsten Videos werden auch nicht besser werden. Ihr wisst ja, ich sitze hier in meinem Make-up-Zimmer. Was sieht man denn hier alles? Ach so, mein Enthaarungsglätteisen. Enthaarungsglätteisen. Nee, sowas gibt es doch nicht auf dem Markt, versprochen. Es ist ein Glätteeisen für die Haare, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir können hier in Berlin gerade mal so durchatmen. Es geht jetzt zur Incognito-Night, also Incognito-Night-Modus. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ja, weil ich fand den Namen so schön. Und ja, danke für eure zahlreichen Kommentare. Immer, immer wieder. Ihr bestärkt das Ganze. Ich freue mich natürlich drüber und ja. Ihr wisst, ich mache immer zurück zum Absender, deswegen müsst ihr vielleicht ab und zu mein Geblubber ertragen, weil es ja sonst keiner macht, ne? Also denke ich mir dann in dem Moment, wenn bei mir jemand rein kleckert und da seinen Dünnpfiff abgibt, dann bin ich diejenige, die es so handhabt. Handhabt? Handhabt? Hä? Helf mir mal gerade. Handhabt. Zurück zum Absender. So, hier behalt dein Schmodder, ja? Und daran solltet ihr euch auch immer ein Beispiel nehmen. Es gibt natürlich Leute, die finden das besser, mit so einer Kritik einfach so umzugehen, das zu schlucken. Aber ich bin von Natur aus gar nicht der Typ, ja. Es wäre jetzt dumm, wenn ich mich verstellen würde, weil es vielleicht natürlich einigen auch auf den Nerv geht. Und natürlich kann man sich immer wieder sagen, ich mit meinem, ich sehe gerade eine Mücke da rumschwirren, kriege hier schon wieder Anfälle. Nimm es doch so hin oder reagier doch nicht drauf. Aber auch da, falls man kann nicht alles Video, man kann nicht alles Video von mir geguckt haben. Man kann nicht alle Videos von mir geguckt haben. Nee, ich bin vom Typ einer, der geht auch zwischen, wenn irgendwo gepöbelt wird. Und ich sehe, da ist so eine Energie, die gleich irgendwie rumsig wird. Mein Kopf denkt nicht nach, ob ich dann mittig eine geklatscht kriegen würde oder nicht. Das ist so dieses Handeln in mir, ja. Und wenn alle schweigen, dann ist für mich die Welt dumm und blöd, ja, muss ich auch dazu sagen. Und ich bin einfach von Natur aus nicht der Typ, der sich so einen Schwachsinn hier reinschreiben lässt, ja. Gerade von jemandem, der dann sich Videos anguckt und Hilfe will und man merkt schon beim Kommentar so, naja, egal. Danke. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr den Witz, meine Kodderschnauze oder wie man dazu sagt, auch versteht, dass ich euch dabei helfen kann, ist mir natürlich am allerwichtigsten, ja. Und wir gehen jetzt rein. Ich weiß nicht, was es wird. Das wird spontan entschieden. Erstmal auch so ein bisschen euch mit reinnehmen. Ich finde, es ist schön, immer in das Gegenüber zu gucken. Klar, wird heute auch wieder so sein, wahrscheinlich. Aber auch, dass ihr so ein bisschen mit reinkommt, ja, weil es sollte sich auch nicht immer alles um Kummer, Sorgen und um den anderen drehen und Energie kommt schon, wird schon. Manchmal haben wir es gar nicht in der Hand. Rat des Schicksals, ihr wisst das. Und auch wieder so meine Lieblingskarte, Mäßigkeit, in die Mäßigkeit kommen. Und deswegen gibt es erstmal eine Bewusstseinskarte für euch, für das folgende Thema. Und ich werde die Nummer 3 nehmen. Ist mir Gott sei Dank noch rausgeschossen. Ich switch dann immer. Hier sind mehrere Felder. Und ich habe mich für die 3 entschieden. Ich rede schlecht über andere. Manchmal denke ich mir, wenn ich hier so quatsche und von irgendeiner Kritik erzähle, fühle ich mich immer angesprochen. Ich rede nicht schlecht über andere, ja. Wenn ich sowas mache, dann, ich weise hier gleich von mir, dann bin ich auch mutig genug, denen das ins Gesicht zu sagen, ja. Kommt natürlich auch immer drauf an, so Lästereien und so ein Quatsch, da braucht sich keiner freischreiben. Aber muss man nicht unbedingt jemanden dann ins Gesicht böllern, ne? Ich rede schlecht über andere, habe ich mir hier rausgepickt. Da, damit ihr das seht, 1, 2, 3, sollte es der Fall sein, dann ist das wohl eine Energie für die Leute, die hier ramtatamtam reinschreiben und sich verschüssing you, ja? Genau das, worüber ich mich so dann hier zum Absender zurück. Nee, ich rede schlecht über andere. Es kann die Energie natürlich sein, dass man sich wirklich mal darauf besonnen oder besinnen soll, sich um seine eigene Fülle, um seine eigene Seele zu kümmern, ja? Ich kenne, ich würde jetzt lügen, ihr wisst, das macht keinen Sinn, wenn ich euch anlüge. Es gibt Zeiten,
Da vergeudet man wirklich negative Energie. Was ist denn heute los, ey? Meine, ich habe bestimmt einen Hitzeschlag oder so. Da fängt es dann wirklich an, dass man so durch schlechte Energien oder weil man missgestimmt ist irgendwie, dass man anfängt, sich wirklich auch mit anderen Sachen zu befassen, wo man sich denkt, man kann dir doch eigentlich scheißegal sein, ja? Kümmere dich doch um deins und sei doch wieder froh. Ich hole immer zurück in die Gesundheit. Sei doch froh, dass du gesund bist oder sei doch froh, dass es nicht noch schlimmer ist. Mit irgendwas muss man sich ja trösten, ne? Und sollte es so sein, ich rede schlecht über andere. Es könnte natürlich auch bei dir der Fall sein, dass du über eine verflossene Liebe schlecht redest, über irgendeinen Bekannten, über ein Freundschaftsverhältnis hinaus. Es hat ja immer was damit zu tun, dass man enttäuscht wurde meistens, ne? Aber sollte es so sein, gebe ich dir einfach den Rat, es bringt ja nichts, ne? Also wenn, dann sollte es schon kommunikativ live an denjenigen rankommen, damit man was lösen oder ändern könnte. Das wäre der Lösungsansatz. Aber ich rede schlecht über andere. Damit vergeudet man eigentlich wirklich seine Zeit. Die intensivste Zeit, die man hat, ja. Guck mal, das ist jetzt ja auch schon weggerattert. Solange wie ihr mich guckt, 6 Minuten eures Lebens. Ich bedanke mich bei euch. Aber es ist einfach weg, kriegen wir nie wieder, ja. Und das vielleicht so ein bisschen, egal wie schlecht ihr euch irgendwie fühlt, egal wie man es getan hat oder wie man euch wehgetan hat damit, probiert das ein bisschen wegzuschieben und nicht zu viel in die Vergangenheit zurückrudern, ja. Das meine ich so. Ich nehme mal stellvertretend auch, ich liebe die Geistesführerkarten, ja, die haben es mir echt angetan. Und ich werde mal jetzt für die anderen hier den Geistesführer legen, ja? Also solltet ihr in so einer Situation sein, dass ihr wirklich sehr oft über ein Kollegium, über irgendwelche Menschen, die euch beschäftigen, auch Liebe oder sonst was, ja? Oder wirklich Freundschaften, die zerbrochen sind oder in denen ihr noch drinsteckt und gewisse Sachen nicht versteht. Da gucke ich mal, wie die Energie von der Geistesführerkarte ist, warum das so sein könnte, was euch da so nervt. Geht heute in eine ganz, ganz andere Richtung, ne? Aber auch hier bitte nichts Positives und Negatives dann rauspuzzelt, ihr Lieben, sondern es soll ja Sinn machen und dann zutreffend sein. Was könnte der Ursprung sein, der ausschlaggebende Punkt, die Geistesführerkarte jetzt für die Seite, über die ihr schlecht redet, ja? Die ist geflattert und eine ist umgefallen. Gib ohne Erwartung. Das hatte ich ja davor auch gesagt, ja. Man wird enttäuscht. Man wird oftmals enttäuscht, wenn man anfängt, über andere zu quatschen und schlecht zu reden. Bewahre dir deine Offenheit, ist auch so ein Ansatzpunkt für die Kommunikation, die Lösung. Ohne Kommunikation, ohne dieses Geseier, was wir im Kopf tragen und mit anderen ausdiskutieren, kommt es nicht an den Kern. Versteht ihr? Ihr versteht das. Wette ich mit euch. So, wir gehen mal rein. Bewahre dir deine Offenheit, gib ohne Erwartung. Geswitcht kann es jetzt auch sein, dass jemand von euch zu viel erwartet hat und ihr darüber total empört seid. So, sag mal, was sollte ich noch geben, ja? Rob mein Herz raus, nimm mir meine Muskeln, nimm mir meine Muskelstränge, nimm mir alles, was du willst, aber wo stehe ich, ja? Was habe ich danach? Ich habe dir so oft geholfen, vielleicht empfindet ihr auch so ein Enttäuschungsgefühl, dass man der anderen Seite einfach auch sagen kann, pass auf, du hast zu viel erwartet. Du als Person, als Guckender, hast wirklich schon genug, genug, genug gegeben und jemand hat immer erwartet, 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 aber auch von dir wahrscheinlich sehr viel bekommen. Vielleicht auch Versprechungen gemacht, wo dann einfach so ein Cut war und du dir denkst so, und nu? Oder so nach dem Motto, für was habe ich reingebuttert, für was habe ich gegeben, ja? Und dann tut es natürlich in der Seele weh, wenn man dafür diese, naja, Dank, es ist schon schön, wenn man sich bedankt. Ich merke das ja auch bei euch in den Kommentaren, wenn ihr euch bedankt. Man fühlt sich ja total so, auch Mensch, schön, dass es geschätzt wird von einigen. Und ja, einfach nur so ein kleines Danke, wenn man irgendwann zu viel macht und euer Gegenüber oder über den ihr schlecht redet, wo ihr das so verschenkt, eure Gedanken, eure positiven Sachen, da denkt ihr euch vielleicht oder habt euch auch gedacht, so, warum kommt da kein Danke? Warum wird es nicht gesehen? Ja, irgendwann sieht man sich als Bescheuerter, der wirklich nur zu 80% in den Topf schmeißt und der andere dann nur noch 20 und das wird immer weniger.
Und bewahre dir deine Offenheit, ist vielleicht auch, wenn es nicht für dich zutrifft, der Wink mit dem Zaunpfahl für dein Gegenüber. Mensch, komm mal jetzt raus aus deiner Höhle da, ja? Also kann ja nicht sein, dass man wirklich immer nur nimmt und verlangt und wenn da nichts mehr kommt, geht man, holt sich da ein paar Abschnitte, irgendwann lässt man sich wieder bei dir blicken. Oder ich habe auch ein Gefühl von Einreden sehr stark. Auch hier bitte nicht fragen, woher es kommt. Ein großes Gefühl von Einreden, dass man euch Sachen eingeredet hat, wo ihr wirklich am Punkt gesagt habt, ich zweifle jetzt selber schon an mir. Irgendwie sowas in der Richtung Einreden. Ja, eine ganz große Person, die euch was eingeredet haben, kommt mir hier durch. In was für einem Zusammenhang auch immer. Dass ihr wirklich schon an den Punkten wart, wo ihr gesagt habt, vielleicht weil es auch oft passiert ist, ja, man legt da nicht einfach eine Charaktereigenschaft ab. Vielleicht seid ihr Leute, die wirklich immer sehr viel reinbuttern und von vornherein sich denken, okay, wenn ich jetzt alles plane, ist ja Quatsch. Ihr seid dann eben Menschen, die sofort alles reinpacken und vielleicht so Situationen öfter im Leben schon gehabt, wo man sich denkt, so ich werde nur ausgenutzt, nur verarscht. Ich helfe jetzt gar keinem mehr und man ertappt sich und denkt sich, nee, dann bin ich aber auch nicht mehr die Person, die ich darstellen möchte, die ich bin, ja. Und deswegen habt ihr vielleicht irgendwann an irgendeinem Punkt durch dieses Einreden von anderen euch das zu Herzen genommen. Und da finde ich, gibt ohne Erwartung eigentlich ganz toll. Also um das auch wieder so auszulösen, auszuklammern, lasst euch bitte nicht einreden, dass ihr zu wenig gegeben habt. Zwei Leute haben, also wenn zwei Leute daran beteiligt sind, haben immer einen Mund zum Sprechen, die Kommunikation, ja. Und wenn der andere nichts sagt und still und heimlich erwartet, dann kannst du ihm natürlich nicht helfen, ja. Das ist auch noch mal so ein Problem, was man sofort bereinigen könnte. Es gibt leider viele Leute, die kommunizieren verlernt haben. Es gibt leider auch Situationen, die es nicht verstehen, dass man ehrlich ist, natürlich wirkt es sehr grantig und sehr übergriffig, aber ich denke mir auch, lieber einen volltrockenen, ehrlichen Menschen an meiner Seite, der mir einfach mal ins Gesicht ballert, also verbal jetzt, und ich in dem Moment, auch wenn ich angekotzt bin oder mir im Gehirn denke so oder in meinem Hirn, sag mal, hast du sie nur alle oder spinnst du? Nehmen wir mal ein Beispiel, boah, wird jetzt hier Psychotalk. Ihr macht euch schick, ja, und ein anderer sagt euch zum Beispiel, oh Gott, wie siehst denn du aus? Es ist eine unschöne Aussprache, ja, oh Gott, wie siehst denn du aus? Völlig abwertend. Aber es ist so verloren gegangen, dass man sagen könnte, wenn du dich wohlfühlst, ich kann es verstehen, ich rede jetzt mal so, wie als wenn ich mit meinen Kindern spreche, ja. Oder die auch mit mir. Es ist nicht so, dass ich die immer verbessere, sondern ich kriege auch Kritik von meinen Kindern und da bin ich froh drüber. Oder von meinem Partner, was auch immer, ja. Und man muss sich dann mal wirklich sagen, okay, da will ich jemanden ein bisschen bewahren, damit du vielleicht nicht Belustigungsobjekt bist. Es sieht vielleicht unvorteilhaft aus, wenn man das so sagen würde, dann muss man nicht auf die Idee kommen, sofort zu denken, du bist ja nur neidisch, weil du das sagst. Bitte auch bei so einen Sachen, gerade über dieses ich rede schlecht über andere, lernen zu gucken, warum sagt mir derjenige das, ja? Vielleicht will man wirklich nur Gutes. Vielleicht will man mich vor irgendeiner Schar bewahren, weil man wüsste, Bluse und Hose oder irgendwie Haare heute sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber wenn es dir so gefällt, kein Problem, aber ich will nur, dass ich es dir gesagt habe. Und so eine Kommunikation wird einfach von vielen leider immer sehr persönlich genommen und dann geht es auch gleich immer, du bist neidisch und es kommt ja immer auf den Ton an, ne? Das meine ich. Und es gibt eben Menschen, die kommen damit nicht klar und blocken dann sofort, du hast mir das nicht zu sagen und so ist es gar nicht wahr und so stimmt es gar nicht. Bei manchen kommt man gar nicht an die Mauer ran. Da hat man wirklich nur zwei Sätze gesagt, die man nett meinte oder versucht irgendein Problem zu lösen und dann gibt es so eine Mauer, so Mauermenschen, die machen zu und da kommst du auch nicht mehr durch
Und wenn du in der heutigen Zeit auch noch geblockt wirst von irgendwelchen Leuten, weil du irgendeine Kommunikation, irgendein Problem lösen möchtest, ja, gerade hier mit bewahre dir die Offenheit. Wenn das für dich gilt, bleib so, ja, auch wenn man es bemängelt hat. Ich finde das eine wunderschöne, einen wunderschönen Charakterzug an Menschen. Und wenn man zu viel persönlich nimmt, dann zeigt das auch so ein. Geht dann schon in die Komplexrichtung. Ja, warum muss man sich angegriffen fühlen? Klar, wenn der Ton nicht stimmt, dann bin ich bei euch. Dann würde ich auch sagen, so, ey, kannst du auch ein bisschen netter sagen, dass meine Haare heute scheiße aussehen, ja? Aber unvorteilhaft, oder? Man muss immer so ein bisschen abwägen. Warum sagt man das einem aus Schutz oder weil man es selber toll findet und nicht könnte, ja? Das ist zum Beispiel wie mit den Nägeln. Bestes Beispiel. Hier geht es auch gleich weiter mit Karten. Ich sag euch das. Natürlich nervt mich diese Frage mit den Nägeln, wenn man Kommentare sieht wie, was habe ich schon alles gehört? Kannst du damit den Arsch abwischen? Nein, natürlich nicht. Ich sitze hier auf dem hohen, angetrockneten Bergköttel, ja? Wer macht denn bei dir den Haushalt? Wer hat denn deine Kinder gemacht? Wer? So. Da kommt kein Hallo, da kommt kein manchmal auch hässlich, grässlich, eklig, bitchig. Geht mir am Arsch vorbei, ja? Was mir nicht am Arsch vorbeigeht, weil ich ja weiß, dass ich meine Nägel trage, ja, und beruflich ja auch lange gemacht habe. Was mir nicht am Arsch vorbeigeht, ist die Kommunikation der Leute. Und das jetzt, ich bin jetzt hier gerade im Internet, ich rede von den Kommentaren, aber auch draußen würde mich wahrscheinlich keiner so von der Seite anecken, ja. Da ist immer nur so Getuschel. Die Frauen meistens zu den Männern. Oder die Kinder. Die Kinder sind auch aber süß und ehrlich. Aber hier in den Kommentaren muss auch eine Freundlichkeit bewahrt werden, ja? Und wenn man dann manche von euch liest so, dann ist es wieder so, hä, wie kommst du nur, also hallo, wie kommst du nur mit den Nägeln klar? Und ich finde, dir steht das, ich würde damit nicht klarkommen. Oder wenn Interesse besteht, irgendwie, ja, dann sieht man ja auf meinem Vlog-Kanal oder Lifestyle-Kanal Miranda Karat, wie ich mit den Nägeln klarkomme. Aber das ist von denen, die jetzt vielleicht mal gefragt haben, ihr stellt die Fragen einfach total nett und da versteht man auch euer Interesse und natürlich ist es gewöhnungsbedürftig. Und natürlich bin ich nicht von heute auf morgen auf so eine Länge umgestiegen, sondern das war peu à peu. Ich nenne das immer so, wie. Stellt euch mal vor, ihr geht zum Friseur und der Friseur würde dann so eine Frisur tragen, ja, da würdet ihr euch da hinsetzen? Da würdet ihr auch sagen, so, man guckt sich doch erstmal die Hände an oder das Werk von demjenigen, wo man eine Dienstleistung bekommt, ja, sag ich mal. Und da ist es auch immer so, schreddern mir die jetzt so eine bösen Kommentare rein, weil die neidisch sind und berufstechnisch vielleicht so eine Nägel nicht tragen dürfen? Hat der Mann vielleicht mal so eine Sachen geäußert, dass er gerne sowas hätte? Oder wisst ihr, aber ich mache mir darüber auch nicht Gedanken. Ich lese das zurück zum Absender und finde es einfach nur frech, dass da dann immer so ein Reingerotze kommt, ja. Im Endeffekt habe ich es immer noch dran für die Leute, die es nicht verstehen oder die dann so pampig reinschreiben, mach die Fingernägel ab, ist hässlich, passt nicht zu dir. Da stark bleiben, ja, und das ist, ich rede schlecht über andere Leute, mache ich jetzt gerade, aber mit einem Grund, ja, also gib ohne Erwartung. Ich mache hier, gib ohne Erwartung, ja, ich weiß, mir kann ja alles reinfliegen. Bewahre dir die Offenheit, trifft auf mich auch zu, soll auf dich auch zutreffen. Ich werde sie auch in 2 Jahren noch tragen, glaub mir, wenn nichts passiert, unfallmäßig oder so. Gott, ey, bitte nicht, aber. Das sind so die Unterschiede von Bösem. Was ist denen über die Leber gelaufen, ja? Oder von neugierigen Interessenten. Da ist einfach so der Unterschied, wo ihr das vielleicht so ein bisschen einteilen müsst. Und ich glaube, die Persönlichkeitsfrage ist hier sehr, sehr wichtig in allem. Das hat jetzt nichts mit meinen Fingernägeln zu tun, aber guckt so ein bisschen, warum sind so gewisse Trennungen passiert bei euch? Warum kommt es vielleicht nicht zur Zusammenführung? Ja, guckt immer auf die Leute, welche sind drumrum, welche könnten euch so ein bisschen lenken und über euch schlecht sprechen, könnte auch sein. Ja, es ist alles so und dann, ihr wisst, das ist wie stille Post. Die einfachste Lösung, habt den Haupt oder die Hauptperson vor dir und du klärst das mit der Person. Ja,
Alles andere, wo so viele Leute dranhängen, es ist wirklich schlimm. Und wir kriegen es ja auch in den Kommentaren mit, da bin ich nicht die Einzige, ja. Jeder auf dem Kanal hat damit zu tun. Aber ich meine, dass man sich vorher so fragt, so, warum ist derjenige jetzt zu mir oder zu dir so grantig? Da kann keine Zufriedenheit herrschen, ja. Und es ist auch nicht so dahergesagt. Es kann keine Zufriedenheit herrschen. Weil ich blubber ja auch keinen voll. Oder ihr bestimmt nicht, wenn er grüne Haare trägt. Ihr geht da auch nicht hin und sagt so, boah, ihr macht mal deine hässliche Haarfarbe weg. Ist ja überhaupt nicht natürlich. Mach mal braun. Würde mir niemals im Leben einfallen, ja. Entweder ich läster, weil es lustig aussieht, aber dann so, dass ich wirklich demjenigen nicht verletzend was sage, weil das ist für mich eine fremde Person. Oder ich sage, boah, ey, hat der Mut oder hat die Mut, ja? Also, es wäre nicht meins, völlig okay, aber ich bewundere dann auch so eine Leute, die aus dem Rahmen fallen, ja? Und da, wenn ihr so eine Menschen seid, die aus dem Rahmen fallen, wir hätten es auch ganz kurz machen können. Hallo, ich bin's. Dann nehmt es euch einfach, dass ihr, da stimmt es tatsächlich, dass ihr aneckt. Und mein Leitspruch ist ja auch nicht umsonst mit Ecken und Kanten. Ich gebe ja schon zu, dass ich nicht fehlerfrei bin. Nur ihr müsst das auch wertschätzen, ja? Wir sind alles Unikate und jeder hat seine Besonderheit, auch wenn es jetzt nicht um Nägel geht oder Haare. Aber stellt euch mal vor, ich würde da mit kurzen, abgeknabberten, ranzigen Nägeln sitzen und jemand lässt sich von mir Nägel machen. Das ist so die Visitenkarte, ja. Und ich liebe es und habe ja auch nicht umsonst gerne in dem Beruf als Nageldesigner gearbeitet. Wäre ja Schwachsinn, ne? Und da müsst ihr immer gucken, wer will euch wirklich wehtun und wer meint es nur gut mit euch, ja. Dieses bewahre dir deine Offenheit und auch diejenigen, die über euch schlecht reden. Da müssen wir so ein bisschen hier Ordnung herrschen und auch so ein bisschen abchecken. Habt ihr vielleicht Leute, die an der Seite sind, die es versteckt gut mit euch meinen, ja? Ein bisschen fühle ich hier auch, weil es so in die Richtung geht, dass ihr vielleicht auch falsche Leute, ein, zwei falsche Leute an der Seite haben könntet. Da gehen wir jetzt reingucken, die ihr natürlich entlarven müsst, ja? Weil ich rede schlecht über andere. Kommt nicht von ungefähr, diese Karte, ja? Und die drei hatte ich jetzt einfach im Kopf. Das kommt nicht ungefähr. Also guckt euch so ein bisschen in eurem Kreis nochmal um. Wer könnte da so ein bisschen nach außen nett wirken? Und ihr habt so ein Bauchgefühl, so ein Bauchfeeling. Wir verstehen uns zwar blendend, aber irgendwie, mein Bauch merkt irgendwie oder kriegt Signale, es kommt nicht so die Ernsthaftigkeit rüber, ja? Ich will euch nichts madig machen. So, wir gucken mal in deinen Kopf, ob du der. Sorry, da haben sich wieder Karten verabschiedet ohne Ende. Wir gucken mal in deinen Kopf, ob es stimmen könnte, ob du im Umfeld irgendjemanden hast, der dir irgendwas nicht gönnt, ja? Oder für irgendwas steht, wo du geblockt wirst. Oh Mann, ey, ich schreibe in den Titel Psycho-Quatsch-Runde oder so. War ja, ey, drei Karten für 23 Minuten, Halleluja. Ja, fang mal an zu gucken. Guck mal in deinem Kopf. Wenn ihr hier mitgehen könnt, habt ihr vielleicht gerade so auch diesen Gedankenzug, diesen, ich decke mal klein auf, ja? Ich fange mal an. Oder ihr habt es auch nicht wahrgenommen. Aber so langsam geht es so vorwärts, dass ihr vielleicht in so eine Situation kommt, wo ihr denkt so, also hätte ich niemals von denen gedacht. Das sind sowieso immer die, von denen ihr das niemals denkt. Alle, die euch was Schlechtes wollen, sitzen meistens auch in dem engsten Kreis, leider Gottes, ja, weil ein Fremder hätte ja nichts von euch. Das ist drei der Münzen. Ihr seid im Kopf, wenn ihr da noch mit resoniert, so ein bisschen, was oder wem renne ich überhaupt hinterher, mit wem gebe ich mich ab? Ist es alles so ernst gemeint? Warum kriege ich manchmal so eine Impulse, ja, Gedanken? Warum kommen die Gedanken rein? Auch hier wieder, die kommen nicht einfach umsonst, sag ich immer wieder. Wir sind nicht psychisch krank oder irgendwie so, aber wenn wir Signale kriegen, dann kommt das nicht von ungefähr. Dann triggern euch vielleicht irgendwelche unbewussten Dinger, Szenen, Wörter, wo ihr denkt so, Achtung. Und macht gleich weiter, ja, weil ihr diese Person vielleicht total mögt. Aber am Ende des Tages möchte ich nicht, dass ihr enttäuscht da irgendwie rausgeht oder eine bittere Wahrheit da empfangt, die für euch vielleicht irgendwie Blockaden reinbaut, wo ihr sonst vorwärts kommen würdet. Also hier fangt ihr schon in kleinen Schritten an, irgendwie öfter mal nachzudenken, so, gehe ich mal der Sache nach? Oder Mann, es könnte ja auch sein, oder Mann, daran habe ich ja noch nie gedacht, sowas kommt mir rein. Was ist noch im Kopf?
Warum jucken dich die Menschen so? Wir nennen es mal auch nicht für dich so übergriffig, ich rede schlecht über andere, sondern du empfängst einfach so Warnsignale, wo du merkst, so über die Frau deines Verflossenen, ja, oder über eine Freundin oder über eine Bekanntschaft über drei Ecken. Wenn du merkst, du redest irgendwie schlecht, dann ist irgendwas, dann gucke, ist es irgendwie. Hat die Person das, was du nicht hast, also wirklich jetzt ernst gemeint? Oder ist es wirklich signalisiert durch, ich empfinde da manchmal Unehrlichkeit bei Gesprächen oder bei Blicken, bei Gestiken. Aber weiter, na, weiter geht's. Du fällst für mich hier als Königin der Münzen mal wieder. Tachchen. Man bewundert dich. Ich sag's jetzt einfach mal so. Man bewundert dich. Das Gericht. Ah ja. Also vielleicht hast du wirklich irgendjemanden im Kreis, der dich so sieht. Und auch hier kommt es wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Du gibst, du gibst, du gibst. Sorry, dass ihr kaum was seht, aber ihr haltet hier die Münze in der Hand. Ihr wisst, was ihr seid. Andere wissen auch, was ihr seid. Ihr werdet bewundert. Ich mag das Wort Neid nicht oder Neider oder sonst wie. Euch bewundert man ja, das, was du kannst, vom Aussehen, vom Probleme lösen. Man fühlt sich bei dir sogar wohl. Man nimmt sich aber eventuell auch immer mit, je nachdem, wie viel du gibst. Ja, das passt auch sehr gut. Gib ohne Erwartung. Du kannst so viel geben, wie du möchtest. Da hat keiner reinzufuschen, dass du zu viel gibst. Wichtig ist, dass du merkst, wann für dich die Grenze ist mit nichts mehr geben, ja? Oder zu sagen, stopp, ich habe genug gegeben. Aber hier bist du so Königin der Münzen, auch stellvertretend für einen Mann. Irgendwie merke ich derjenige, warum denke ich manchmal schlecht, ja? Vielleicht ertappst du dich, dass du dich selber so ein bisschen schuldig fühlst und dir denkst so, warum denke ich überhaupt so schlecht, wie fies von mir? Nein, es hat einen Grund. Es wird Gründe geben. Das Gericht. Du hast hier eventuell öfter mal zu tun, Situationen aufzuklären, weil du gewisse Sachen auch nicht duldest, ja? Im Kopf. Wir sind jetzt mental bei dir im Kopf drin. Hier beneidet man dich und du kriegst das auch mit oder du wirst dort bald im Prozess drin sein, dass du so langsam anfängst aufzuarbeiten, welche Menschen waren denn an meiner Seite, wenn es mir schlecht ging, welche Menschen sind denn heute noch da, welche Menschen habe ich dann einfach blockiert, ohne mit mir zu kommunizieren, welche Menschen begleiten mich in guten wie in schlechten Zeiten, das gilt ja jetzt nicht nur für Ehen, sondern du merkst dir selber, du musst dir irgendwas ablösen. Das ist im Kopf bei mir. Du guckst dich hier langsam mit drei der Münzen um, arbeitest an diesen Sachen und bist jetzt noch so ein bisschen auf der Suche nach diesem Großen. Wer ist dafür verantwortlich, dass du dich oftmals vielleicht auch so schlecht fühlst, ja? Oder was ist passiert in der Vergangenheit, dass du immer wieder auf so eine Dinger raufstößt? Aber du bist Königin der Münzen, ob Mann oder Frau, sehr gebefreudig, ihr kennt das, Leidenschaft. Ernst genommen und es könnte schon sein, dass man euch hier so ein bisschen als Vorbild nimmt. Auch nicht böse gemeint, aber wenn man sich so verrennt und man hat vielleicht Leute an seiner Seite, die fangen dann an zu kopieren, die fangen dann an, das, was vielleicht aus deinem Mund zuerst kam, für sich zu beschlagnahmen und tun dann so, als hätten sie das weiter oder erfunden, ja. Also sie gehen mit deinem Geiste, was sie von dir mitnehmen und lernen, hausieren. Und das ist dir vielleicht auch schon so ein bisschen aufgefallen in letzter Zeit, was dich vielleicht auch während den Beziehungen schwer geschädigt hat, ja. Vielleicht gab es auch da schon Probleme und Gründe, die von einem zum anderen dazu geführt haben, dass du vielleicht mit deinem Ex oder mit deiner Beziehung Probleme bekommen hast, mit Elternteilen, mit Geschwistern, weil du einfach auch, dich hat es einfach alles genervt, ja? Wir gucken mal weiter im Kopf. Das würde ich sagen, reicht. Dann gehen wir ins Herzchen rein. Rat des Schicksals. Habe ich auch mit angefangen, ne? Wir können es eh nicht ändern. Das Schicksal entscheidet. Ich sag's euch, hier, bitteschön. Also, aber für euch, für eure Seele, guckt da weiter, ja? Rat des Schicksals ist super schön und wir haben hier mal wieder den Herrscher. Ich weiß es nicht, ich kann ja alle meine Legungen irgendwie kopieren. Ihr seht ja, ich mische den Stapel, ich lege mir die ja nicht zurecht und halt dann rauf.
Wir haben es hier wieder mit einer dominanten Person zu tun, die euch so ein bisschen versucht zu lenken, versucht hat zu lenken, oder es ist auch diese Person, die, wo ihr einfach so denkt, so, Also eigentlich habe ich mich bei der Person immer sehr sicher gefühlt. Und das ist vielleicht genau die Person, die euch so ein bisschen den Geist klaut, kopiert, ob Mann oder Frau, ist egal. Die mit eurer Feinfühligkeit, diese Person mit eurer Feinfühligkeit einfach arbeitet, ja? Die sich davon ernährt, sagen wir es mal so. Oh Mensch, ernährt. Auch schön. Die sich damit ernährt. Und weil eben da wirklich Gesetz, Hand, Fuß, der Herrscher will immer dominieren, ja? Da braucht man Überredenskünste, wirkt auch sehr straff, ja? Also jetzt nicht straff von dicht oder so, sondern wirkt einfach immer stärker als ihr als Königin der Münzen. Aber es wird sich hier irgendwie angeguckt, was kann ich von dir mitnehmen? Du baust diese Person auf und merkst oder hast in der Vergangenheit gemerkt, diese Person entzieht dir aber auch sehr viel Weiches, ja? Und du standest da immer wie Emily blöd im Wald und hast dir gedacht, so, hä? Und letztendlich wurde vielleicht über dich hergezogen, ja? Also, ihr müsst mal gucken. Es muss nicht unbedingt für eine Beziehung sein. Das kann jetzt hier wirklich grundlegend für sehr, sehr viele Bereiche zutreffen. Aber Rat des Schicksals regelt es bei dir mental, ja? Du hast auf jeden Fall, kommst du in so eine Phase Gericht ablösen. Du wirst schon auf die Schliche kommen, wer dafür verantwortlich ist in deinem früheren Leben. In deinem früheren Leben. Das kann auch sein, dass ihr gerade irgendwie die Aufgabe habt, das gut zu machen, wenn da ganz, ganz böse jemand unterwegs war. Aber das wollte ich nicht sagen. In eurer Kindheit, ja? Dass ihr da vielleicht auf so einem Prozesswandelweg seid, um zu gucken, warum bin ich denn immer zu lieb? Warum komme ich immer an die Leute, ja? Weil dich die Leute wahrscheinlich faszinieren. Aber die Leute rauben dir auch sehr viel. Auch da anfangen so, was gibt dir dieser Mensch, ja? Außer hochgucken und vieles mutig finden, reicht nicht. Wir gehen in deine Herzebene. Dein Herz ist schwer und sie ist da, die Mäßigkeit. Ich lasse es mal mit dem Singen. Sorry, wollte euch nicht vergraulen. Mua. Hier ist sie. Auch davon habe ich anfangs gesprochen, ne? Du willst eigentlich für dich innere Ruhe. Mehr gar nicht. Drückt in der Herzebene nicht weniger oder mehr aus. So, jetzt habe ich es. So. Es soll. Weißt du, alles ruhig, alles im Fluss, alles hier, nichts Schweres und auch nicht nur Leichtes, sondern es soll alles einfach harmonieren. Und momentan wünschst du dir einfach nur diese Mäßigkeit, ja? Dein Herz soll wieder schlagen für mehrere Menschen, nicht nur für einen, für den anderen, für dich. Es sollen mehrere Herzen schlagen. Und das wird dich am Ende auch immer wieder Königin der Münzen. Du bist einfach so ein Sonnenschein, ja? Ich habe das Gefühl, mir krabbelt die ganze Zeit schon wieder irgendwelche Mücken hier rein. Durch dieses Licht ist immer sehr toll für die Insekten. Sonnig. Du brauchst ein sonniges Herz. Du bist ein sonniges Gemüt. Die sind beide zusammen rausgefallen. Das ist so hier das, was dein Herz reinigen wird. Bitte wirklich umgucken, ob du sortiert Personen musst. Ihr habt mich verstanden, das ist in deiner Herzensebene. Ich habe dich getrunken, ich schwöre. Es muss hier zu sein, oder ich will hier reden, reden, reden und versuche mich zu stoppen, weil ich das Gefühl habe, ich vergesse immer irgendwas. In die Mäßigkeit rein. Ihr wollt auch vielleicht im Herzen irgendwas korrigieren, ja? Wo ihr dann mental einfach so auf die Schliche kommt. Wir gucken mal weiter. Auch wenn ihr die Person weiterhin bei euch haben wollt. Finde ich klasse. Man muss nicht radikal immer sofort aussortieren, sondern auch da könnte die Mäßigkeit vom Herzen sein, dass ihr einfach so überzeugt seid von eurer Kraft und sagt, Mann, ich will den Menschen gar nicht ganz verlieren, aber gewisse Sachen kotzen mich einfach an, mit denen kann ich nicht weiterleben. Und du willst einfach so eine Einigung, so eine Reinigung für dein Herz finden und bist auch wahrscheinlich eher so der kommunikative Mensch auf dieser Legung hier, dem die Sonne. Dem es warm wird ums Herz, ja? Also ich lege gerade für die Herzebene.
Wir haben hier, oh, da ist aber jemand entschlossen. Hier wechseln die Seiten für mich ganz klar. Jetzt gib du mir mal was zurück, Freundchen oder Fräulein. Also hier ist dein Gegenüber, der Herrscher im Kopf oder die Person, mit denen du gezielt momentan irgendwie am Struggeln bist, ob da so einiges so rund läuft, wo du dir so denkst, so Mann, irgendwie, da sind so ein paar Ecken, die stören mich einfach und die lassen mich nachdenken, die geben mir Anlass zum Grübeln. Und du bist als Königin der Münzen, egal ob Mann oder Frau, jemand, der hier auch immer aus dem Herzen handeln wird und dadurch auch diese richtige Linie bekommt. Aber du möchtest oder dein Herzenswunsch ist jetzt wirklich, Freundchen, der Herrscher, die Herrscherperson da oben, jetzt bist du mal am Zug, jetzt bist du mal dran. Vielleicht wartest du auch auf ein Gespräch, ja, und denkst dir so, nee, also ich habe jetzt immer die ersten Schritte gemacht, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass du auf mich zukommst, ja. Und oder ich kriege noch was von dir, bevor du wieder was von mir erwartest. So könnte das auch sein. Ich gucke mal, ob ich noch eine Herzkarte bekomme für dich. Das ist ja spannend hier. Also so ein bisschen aussortieren. Eine ist geflogen, ich sehe ja nichts. Bei mir fliegen die ja meistens immer irgendwie, warum auch immer, verdeckt. Und du wirst nachdenken und sortieren. Mein Lieber oder meine Liebe. Es wird hier zu einem Prozess kommen, der dich wahrscheinlich wirklich zur Lösung bringt. Du wirst vielleicht auch weniger mental handeln, sondern vom Herzen her und dir sagen, egal und wie doll und wie toll unsere Jahre, unsere Bindung, unsere Beziehung war, sollte sich das nicht ändern, dass ich auch mal was wiederbekomme. Und da ist die Erwartung eigentlich gerecht, ja? Wenn du wirklich nur gegeben hast und nie was erhalten hast, dann wirst du für dich vom Herzen her entscheiden, Rückzug. Alle Gefühle bleiben, die kann man nicht abstellen. Man kann auch Liebe nicht einfach wegknallen, wenn man möchte. Es wäre schön, aber es geht manchmal, Gott sei Dank, nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen und du sagst dir dann, okay, nehme ich die schöne Erinnerung einfach mit. Dieser Mensch hat einfach nichts gelernt und wird auch nichts lernen und hat vielleicht auch Sachen von dir, die du übermitteln wolltest, persönlich genommen, hatte vielleicht auch so geredet, dass du mit den Sätzen gar nicht vorwärts gekommen bist, Geheimnisse hattest, Sätze, Gespräche, Aktionen, wo du heute vielleicht noch Fragezeichen hast, ja, die man dir nie so aufgelöst hat. Und trotzdem gibt man immer wieder vor, an deiner Seite zu sein, an deiner Seite zu bleiben, wertvoller Mensch zu sein. Mag in gewissen Situationen sein, aber du hast dir selbst mental und im Herzen rausgefunden, du erwartest jetzt aus Herzenswunsch, weil du das ja auch immer machst als Königin der Münzen. Und ja, du findest es nur gerecht mit der Mäßigkeit, dass du jetzt auch mal was zurückkriegst. Und die Sonne zeigt dir an, ja, du denkst absolut richtig, ja. Das ist dieses, genau das ist dieses Ausgewogene, das muss in den Fluss, ja. Unser Herz pumpt ja auch nicht mehr, wenn wir ohne Blut sind. Das ist ein Kreislauf, den du jetzt hier wirklich angehen möchtest und sagst, ich sag's gerne nochmal, Freundchen oder Fräulein, reiß dich jetzt am Riemen, sag mir die Wahrheit oder ich gehe hier in diesen Prozess und du wirst eine Zeit lang vielleicht nichts mehr von mir hören, bis du wach wirst, ja? Es muss jetzt nicht materiell gemeint sein, ihr wisst das schon, ne? Ihr kommt da mit, auch wenn ich nicht immer so ausdrucksstark bin, aber ihr kommt schon mit, was ich fühle, hoffe ich. Wir gehen jetzt mal in die aktuelle Lage. Was ist denn da überhaupt los? Hohe Priesterin. Es könnte Geheimnisse geben. Ihr habt Sachen erfahren, die tatsächlich, wo ihr euch gerade in so einem Status befindet, irgendwas kann da nicht hinhauen. Mir kommt auch ganz stark rein, dass ihr Sachen abgeblockt habt und gesagt habt, kann nicht sein, obwohl es vielleicht jemand mit euch gut meint, ja? Das kann auch sein. Ihr jemand schützt, ihr das gar nicht wahrhaben wollt und ihr euch Gedanken macht, wie könnte das zustande gekommen sein? Wer sitzt am Hebel? Wer? Und genau das ist das hier mit diesem, ich rede schlecht über andere, ist nicht, dass du eine Lästerbacke bist, sondern das ist das hier. Es hat seinen Grund, warum es so ist. Ja, vielleicht wegen dieser Erwartungshaltung, weil man nur nimmt, 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 nimmt als Gegenüber, weil hier vielleicht Personen dran sind, die doch nicht so gut tun, wie du immer dachtest und die einfach aus Selbstzerstörung Leid des anderen toll finden. Da muss man wirklich ganz, ganz doll aufpassen
Und ihr seid hier in so einem Prozess, wo ihr euch Gedanken macht, kann das überhaupt sein? Würde die Person überhaupt dazu in der Lage sein? Ja, ihr denkt euch vielleicht manchmal so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, kann nicht sein. Aber in diesem Prozess habt ihr hier so wirklich vielleicht Sachen erfahren oder auf die Schliche gekommen und tut das immer so ab mit, naja, oder forscht irgendwo nach, ja. Und da seid ihr jetzt gerade so drin. Also es wird ziemlich stark, wenn der Eremit der Abschluss ist im Herzen, dann seid ihr da ziemlich konsequent. Hinten raus sollte sich das bewahrheiten aktuell, ja, dass euch hier jemand so verarscht. Ich sag's mal ganz normal, dass ihr merkt, hier verarscht euch jemand oder hier interagiert jemand, ohne dass ihr wisst, was hier los ist und wo vielleicht dann so eine Sache zum Einsturz, Einbruch kam, wo man euch vielleicht für bekloppt gehalten hat, aber ganz andere Personen haben gegengespielt, ja, wo vielleicht wieder Personen drangehangen haben, denen die Kommunikation mit dir nicht wichtig war. Und da war wieder der Fehler. Man hat nicht mit dir kommuniziert, sondern mit diesem Störenfried oder mit diesen Störenfrieden, die hier einfach bei sind oder dazu beigetragen haben, dass dein Leben gerade so in der Phase ist. Aber dann machst du dir gerade gut Gedanken, ja? Irgendwas kommt, irgendwas musst du verarbeiten für dich. Du überlegst hier, sendest du es demjenigen raus, sprichst du es an? Könnte es sein, dass du dich damit zum Nappel machst? Sowas kommt hier rein. Du bist noch auf dem Weg des Überlegens, ob du es ansprichst, ob es sein kann. Du hältst es irgendwie immer noch für unwahrscheinlich. Was ist denn hier noch los? Was kann hier noch dafür momentan verantwortlich sein? Oh, du bist aber stark im Überlegen. Dein Prozess, dein Nachdenken geht schon sehr, sehr tiefsinnig. Also vielleicht auch fast schon zu lange. Hier will nichts raus. Du hast als Hohepriesterin wirklich erstmal zu tun. Und befestigst auch sehr wenig mit anderen Sachen. Hier kommen keine raus. Ey, ihr Leutchen, das ist, du steckst da fest. Du hast diese Mission jetzt erstmal für dich. Du steckst irgendwo fest, wo du selber jetzt für dich den Weg finden musst, was du als nächstes tust. Wirklich fast erschütternd. Erschütternd geschockt, wenn es so stimmen könnte, sein sollte. Ja, ihr seid hier völlig tiefenfest drin. Wie so ein Narkosezustand. So, ihr habt hier gerade für andere Sachen gar keinen Nerv. Irgendwie denkt ihr gerade wirklich sehr viel um hier. Springt nichts raus, es tut mir leid. Also ihr kennt mich ja. Doch. Kriegen wir die noch umgeklappt? Ja. Oh. Ja, bei euch ist die Kommunikation nichts Neues jetzt von der Legung her, zeigt mir aber auch immer die Richtung, dass ich richtig liege mit dem, was ich sage. Du wirst dann kommunizieren und wenn das hier nicht fruchtet, gehst du in deinen Eremitenzustand vom Herzwunsch. Ja, du lässt es dann sein, du legst es auf Eis, du hast keinen Bock mehr darauf. Aber dein Wunsch, wenn du das jetzt hier rausbekommen hast, dir liegt was auf dem Herzen, was du unbedingt wissen möchtest, raus sein möchtest, erfahren möchtest, um Pro-Kontra abzuwägen, ob es noch Sinn macht, mit diesen Menschen oder mit dieser Person zusammen zu sein. Ob Liebe oder Freundschaft, familiär, egal. Und dafür wirst du die Kommunikation starten. Du hast ja auch bei mir vorhin als sehr kommunikativ schon gelegen. Du wirst die Kommunikation starten und wirst damit oder suchst damit auch deine Leichtigkeit. Du weißt, wenn du gesprochen hast als Person, dann geht es dir besser. Mit allen Konsequenzen, ja. Du willst durch dieses Gespräch in die Befreiung, in deine Leichtigkeit. Da wirst du reinkommen, egal wie es ausgeht. Eigentlich, auch wenn diese Thematik nicht so traurig wäre und schlimm, dass man falsche Personen, ich glaube, die machen das auch unbewusst oft und auch nicht beabsichtigt. Die haben einfach in dem Moment eine negative Energie, ja, weil die mit irgendwas gestresst sind oder missgönnerhaft irgendwas, du dich als Königin der Münzen beneiden, möchten sie gerne auch sein. Aber es stört natürlich auch deine Energie, ne? Und auch dein Denken. Und wenn man sich unterhält, dann sind sehr labile Menschen sehr schnell manipulativ.
Oder sagen wir es mal so, gerade so ein Herrscher in eurer Beziehung, je nachdem was, merkt sehr schnell, wie viel Einfluss man auf euch als Menschen, Königin der Münzen hat, ja. Und da seid ihr irgendwie in den Prozess gekommen. Ihr merkt, dass irgendeine Schwingung, die blockiert, irgendwas stört, obwohl ihr eigentlich euch von mehreren Menschen schon verabschiedet habt. Und trotzdem ist da immer noch dieses Unterschwellige manchmal zu hören von anderen Menschen oder auch wenn ihr Menschen seht, es ist hier einfach noch was offen, ja? Für euch ist hier irgendwas noch des Rätsels Lösung. Was ist passiert? Wo ging es hin danach? Was hast du getan? Was wurde mir nicht erzählt? Und du stehst dafür einfach. Du scheust dich auch nicht vor Kommunikation. Du willst einfach nur, dass dein Herz wieder in Mäßigkeit kommt, dass du an die Wahrheit kommst. Und du bist auch ein Mensch, wenn er gesprochen hat, dann ist hier eine Leichtigkeit einfach da, ja, ihr Lieben. So, was haben wir jetzt? 46 Minuten. Yeah, wird ja immer kürzer hier. Ironie off. Engelchenkarten. Auf den. Mich interessiert ja der Ritter, was ihr hier von der Person erwartet. Was hält man fest? Ja, was gibt man nicht raus? Genau das meine ich. Entweder ihr kriegt hier eine Antwort, ihr erwartet eine Antwort von einer Person, ihr kriegt irgendwas noch zurück, nehmt es, wie ihr es wollt, was ihr gegeben habt. Irgendwas, auf was wartet ihr, ja? Ich werde auf erstmal den Burschen oder Fräulein Ritterburg hier legen. Ein Engelskärtchen. Worum geht es denn hier? Was dein Herzenswunsch? Ach, ist er schon. Ja. Ja. Huch, das sind ja zwei Karten. Moment. Entscheide jetzt. Und ja. Passt mal auf, das ist so ein Satz. Ja, entscheide jetzt. Ist bestimmt falsch rum, die Karte, ne? Also wirklich, es kommt hier, wenn du hier in diese Energie krachst vom Herzen, du fackelst hier nicht mehr lange. Entscheide jetzt. Ist eine Ansage, eine Aufforderung an den Ritter der Münzen. Jetzt gehe ich mal in deinen Hohenpriesterin-Status. Was ist dir da so besonders wichtig? Ja, entscheide jetzt. Gib's mir oder gib's mir nicht oder lauf. Bleib weg mit deinem Geschenk. Ich erwarte nichts mehr. Hohe Priesterin. Wundert euch nicht, ja, diese langen Videos. Oh, da ist eine geflippt. Die bearbeite ich immer kaum. Da bin ich immer froh, wenn die. Oh, was krabbelt mir denn hier? Struktur entwickeln. Ja, das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Ihr seid hier wirklich sehr schwer in diesem Modus drin. Logik, Struktur entwickeln. Wie kommt ihr da ran? Passt, perfekter geht's gar nicht. Alles vereinen, ja? Geistig, was könnte sein? Was könnte man abwägen? Eventuell hier auch im Prozess überempfindlich reagieren zurzeit, dass ihr sehr überempfindlich seid, übersensibilisiert. Das müsst ihr so ein bisschen wegkriegen, ja, aber das geht mit dem Eremiten im Herzen dann, ihr macht das. Ich mache mir keine Sorgen, dass ihr irgendwie blockadenmäßig lag hier gar nichts, ja. Ihr seid jetzt wirklich nur in diesem Wandel. Wen kann ich hier wegballern? Wer schadet mir eigentlich die ganze Zeit? Und dazu sind sehr viele Situationen aus meinem vergangenen Leben oder von meiner Vergangenheit. Deswegen habe ich mich auch manchmal so gegeben, ja. Da wirst du jetzt in irgendeinem weiterleitenden Prozess, der anhängt dran ist, wach. Struktur. Hier, Herrscher, komm mal her, du People. Der Herrscher, auf den lege ich jetzt noch. Diese Person, die dich bewundert, anhimmelt und dir das auf eine andere Art und Weise eben nicht rüberbringt, dich kopiert, Sachen verheimlicht, Sachen weiß, dir die nicht wiedergibt. Über dich mit anderen schlecht redet. Ja, sowas alles kann auch sein. Du empfängst es, die Energie, und fängst natürlich dann auch an, schlecht zu reden, weil dich das beschäftigt. Herr, lieber Herrscher oder Herrscherin, stellvertretend umgedreht, dominante Person, zeig mal. Wo ist denn hier dein.
Was ist es, was sich bei dir so beschäftigt, fasziniert? Auf was hast du geguckt? Was haben wir? Mut und überschreite deine Grenzen. Hier hat dich der Herrscher wirklich dafür bewundert, dass du eine mutige Person bist. Vielleicht auch sehr viel alleine geschafft, sehr viel alleine entschieden, sehr viel geschafft, was die Herrscherperson an deiner Seite eben nie hatte oder konnte, sich aber über den Mut hinaus, alleine schon als Person Herrscher, den man nicht darstellte, sondern nur nach außen vielleicht hin und in Wirklichkeit hatte man verbal eine Pampers um, ja, aber Mut stellt ein Herrscher oder stellvertretend für euch, dass die Person ja da, mutig. Sie ist nicht mutig, ja? Und ihr werdet da reinkommen in den Prozess, wenn ihr in Resonanz geht. Ihr habt das durchschaut oder ihr werdet das Ding durchschauen, dass ihr, man guckt auf euch rauf. Der Mut wurde bei euch bewundert und dass du gewisse Grenzen auch überschreiten konntest, überschritten hast, eventuell auch mit deinen Erwartungen, ja, dieses Gegeben. Man konnte von dir erwarten und du hast gegeben und man dachte sich so, boah, Wahnsinn, was sie alles tut. Aber es wurde irgendwie nicht geschätzt, nicht wirklich ins Herz geschlossen und gesagt so, Mann, ey, die dürfen wir nicht verletzen, diese Person, ja. Da geht ja noch mehr und wie, da geht ja noch mehr, ja. Oder letzten Endes dann, mein Gott, ist die dumm oder ist der dumm, der macht ja und wir können ja immer mehr. Aber du merkst das ja, du willst das im Kopf ablösen mit der Gerichtskarte, Rat des Schicksals, hatten wir alles, pipapo, wir sind jetzt froh. Und eine Geistesführerkarte am Ende für die Personen, die Personen, der du jetzt auf Schritt und Tritt folgst, der du auf der Spur bist, die nicht entkommen soll, ja, weil so hässliche negativen Schwingungen braucht man nicht, gibt der Geistesführerstapel Folgendes mit. Das war eine echt schöne Legung, auch wenn sie sehr negativ ausgelegt wurde, aber die war sehr ruhig, sehr stimmig, also wunderschöne Arkana dabei. Leb dein Glück. Ja, und guckst du nicht bei anderen ab und zerstöre es vor allen Dingen nicht, ne? Sehr passend. Die Person, die dir hier so ein Dorn im Auge ist oder die Personen, wo du etwas empfindest oder was Komisches spürst, Geistesführerkarte, lebe dein Glück. Ja, du bist selber für dein Glück verantwortlich. Das, was ich auch am Anfang gesagt habe, mit diesem, was kacken uns Leute voll, wenn die was an uns nicht schön finden? Leb doch dein Glück, ja? Leb doch mit deinen kurzen Fingernägeln, so nach dem Motto. Also jetzt nicht, dass ich mich drüber ärgere, aber ein besserer Ansatz ist mir jetzt nicht eingefallen. Leb doch dein Leben und guck doch nicht auf mich. Und genau irgendwie bezieht sich hier das auch, ich weiß auch nicht warum, übergreifend auf das, was ihr erlebt momentan oder wo ihr wachsam sein solltet, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das heißt nicht so, ne? Dass nicht alles glänzt. Nee. Dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Guckt ein bisschen vorsichtig rum, wer ergötzt sich an eurem Leid? Das sage ich mit Absicht ganz, ganz laut. Wem könnt ihr trauen? Von wo erwartet ihr noch ein ganz großes Aha? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich wünsche es keinem von euch, aber seid da ein bisschen achtsam und solltet ihr über Menschen das Gefühl haben, schlecht zu reden oder über euch wird schlecht geredet. Fragt euch immer, warum geht so ein Prozess gerade los? Was juckt euch, ja? Und dann sind ja da schon Themen bekannt vorhanden, die euch einfach hier in der Brust sitzen und ihr als Hohepriesterin einfach ablösen wollt. Ihr merkt dann, man redet doch nicht umsonst über Leute schlecht, gerade wenn man die kennt, ja? Da stimmt ja dann was nicht, wenn ihr so ein Gefühl bekommt. Und dann fragt euch, warum ist das gerade so, ja? Aber ihr seid eine sehr bewundernswerte Person, ob Mann oder Frau. Eigentlich wir alle, auch die komischen Glotzhater, haben bestimmt eine besondere, liebe, nette Art, die sie irgendwann finden werden. Ich verstehe auch, wenn jeder da aggressiv ist und den Glauben verloren hat, aber dafür können wir ja im Endeffekt nichts, ne?
Ich sage zwar auch immer, bitte nicht zu viel durcheinander überall, weil das macht euch dann auch wuschig. Geht lieber mit euch ins Innere, ins harte Gericht, stellvertretend, was bei euch im Kopf lag. Und geht vor allen Dingen auch mal eine Runde durch eure Menschen durch, die, von denen ihr es gerade nicht erwartet. Nicht negativ manipulierend denken, was ich hier sage, sondern geht die einfach mal durch, wenn euch dein, oder wenn euch dein, wenn dir dein Unglück immer so, ja, wenn du das immer so mitschleppst und guck mal, wie viele Leute du mitschleppst, ja, wer könnte es sein? Wer ist dafür verantwortlich, der dich so ein bisschen als Marionette benutzt oftmals oder dich als Marionette benutzt hat oder im Background noch Kontakte pflegt mit Leuten, wo man dir vielleicht sagt, ich habe nichts gehört, ich weiß nichts davon, ja. Das sind so Prozesse, wo du dir gerade so gedanklich so ein bisschen eine Platte machst, also sagt man so bei uns, einen Kopf machst. Und ja, wenn dir das schon hilft, in der Herzensebene zu sehen, dass du ein ruhiges Ding zum Eremiten machst und dich dann abkapselst und sagst, okay, ich krieg hier nicht meine Münze, die du an dich reißt, willst aber ständig von mir haben und mir irgendwas erzählen, Botschaften überbringen als Ritter der Münzen, ja? Willst du mir irgendwas aufschwatzen, was toll ist und was man machen könnte und wie was klappen könnte, gerade in der kreativen Macher oder komm, wir machen das und das und du gibst wahrscheinlich dann immer nur, damit der andere das mit dir machen kann, ja? Also auf so eine Sachen so ein bisschen achten. Ach, ich bin ja schockiert, 56 Minuten. Kann ich nennen? Nacht-durchgemacht-Modus. Ihr Lieben, bleibt schön gesund. Danke für eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich probiere hier mal den Knopf zu finden. Nett lächeln.